Regime unter Erdogan erneut einen Massaker in Kurdistan verübt. Denn nahezu zugleich mit der Befreiung Rakas, der ehemaligen Hauptstadt der IS-Terroristen, begann die türkische Armee damit, erneut Gebiete südlich von Afrin zu besetzen, um die Stadt und das umliegende Gebiet vollständig zu belagern. Nun hat das AKP-Regime einen Großangriff auf Afrin verübt. Die deutsche Regierung ist einer der engsten Verbündeten des Erdogan-Regimes. Kurdische und türkische revolutionäre Organisationen werden von der Bundesregierung in Deutschland kriminalisiert und verfolgt. Afrin wird auch mit deutschen Waffen, unter anderem Leopard-2-Panzern, angegriffen. Die Bundesregierung heuchelt Eintreten für Humanität und Frieden und betreibt imperialistische und reaktionäre Politik. Mit nationalistischer Kriegspropaganda versucht Erdogan, über die katastrophale Lage im Land hinwegzutäuschen. Auch in der Türkei werden nicht nur die Kurdinnen, sondern alle demokratischen Kräfte gegen den Angriff auf die Straßen gehen und Widerstand leisten. Die Verteidigung Afrins ist eine Angelegenheit, die uns alle etwas angeht. Mit Afrin steht das gesamte Projekt Rojava auf dem Spiel. Alle, die in diesem Projekt eine Hoffnung nicht nur für die Region, sondern für die gesamte Menschheit sehen, haben da die Verantwortung, gegen jeden Angriff Widerstand zu leisten. So wie wir alle gemeinsam während des Kampfes um Kobani auf die Straßen gegangen sind, müssen wir mit dem gleichen Geist heute in Aktion treten. Deswegen sagen wir, es lebe der Widerstand in Afrin. Biji Bekhundana Afrine! Biji Bekhundana Afrine!